So, heute machen wir mit dem Happy Baya noch eine kleine Probefahrt. Wir fahren an 8S. Der hat jetzt vorne die Original HPI Räder, hinten neue Reifen von Rowan. Wir fahren jetzt einen 800 kV SSS Motor mit einem 12er Rätsel. Akkus haben 5000 mAh und wir fahren jetzt mal mit Timer, und zwar 7 Minuten, und dann werde ich auch mal gucken, wie viel Restspannung wir noch haben. Jetzt gerade mal gucken. So. Achso, und was mir gerade noch einfällt, ich habe am Empfänger habe ich auch mal einen Kondensator montiert. Das war ein guter Tipp vom Kollege Schwabentech. So. Wir stellen jetzt erstmal die Lenkung gerade. So, 7 Minuten Lauf. Okay, das sieht ganz gut aus. Ich war erst am Überlegen, ob ich das 14er Ritzel hier drauf mache, aber das 12er, das reicht. Ja. Thank you.
noch 7 Minuten rum. So. Jo. So, jetzt werden wir erstmal gucken, was die Akkus sagen. Bleib stehen. Hier hängt aber viel Gemüse drin. So. Och, das sieht doch gut aus. Ich will hoffen, dass man das jetzt lesen kann. Wir haben jetzt ungefähr 3,75 pro Zelle. Das heißt, den können wir jetzt ohne Problem noch 3 Minuten fahren. Das heißt, wir hätten insgesamt eine Fahrzeit von 10 Minuten. Und das sind jetzt 4 S-Akkus von GenzAce. Und ich würde sagen, das ist in Ordnung. Jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.